Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Let's Watch World of Tanks hier bei mir auf dem Kanal. Ein weiteres Gast-Replay vom Syntrover S19 aus dem MNSG-Clan zusammen mit dem Your Skill Not... Your Skill Not Found, ah ja. Zwei Scorpion Gs in einer Achterrunde auf Fischerburg. Standardposition links Mühle in dem Bereich. Stücken weiter davor vielleicht. Je nachdem. Gucken wir mal, wie sich das Gefecht so entwickelt. Schön ist, wie links nichts hinfährt. Man die Leute dann sieht, also wenn es eigentlich zu spät ist. Der Moment, wenn sich Heavys hinter den TDs verstecken. Was macht der T-34 da? Ja, da kommt schon der Erste. So, jetzt weiß der Gegner, dass dort hinten alles voll steht. Glückwunsch! Jetzt fährt der Grand Final vor. Wow. Zum Sterben. Glückwunsch! Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt, wie das Gefecht läuft. Ich weiß nicht, was der Grand Final da jetzt will. Hätte er jetzt keinen Selbstmord gemacht, würden die da immer noch was sehen. Der WZ steht nicht schlecht, könnte jetzt aber weiter nach vorne. Ah, steht hinterm Stein. Oh, schöner Snapshot. T-34 steht da immer noch hin. Ah, was? Hatte die Badget, stand dahinter. Nice. Ja, jetzt braucht der WZ auch nicht mehr nach vorne, wenn dort der Super Pershing schon steht. Rechts die Stadt fällt gleich. Stattgefallen. Jetzt weiß ich, wieso der T-34 da hinten immer noch steht, damit er verteidigen kann. Ist doch gut, Leute. Einmal aufregen ist okay. Schon ein. Schön auf die Wanne, auf die Wanne. Oder aufs Herz. Defender. Ey, da musst du die Wanne ran.
auch nicht. Auch wieder aufs Herz. Aber der muss weg, der macht jetzt alle auf. Und jetzt musst du zurück, sonst klingelt's gleich. Da kommt jetzt alles. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich ahne Böses, ich ahne Böses. Lässt sich das Gegnerteam jetzt wirklich noch so dermaßen zerschießen? Und er geht nicht auf. Jetzt, scheiße. Das Schöne ist, was man jetzt sieht, sie haben sich beide fern voneinander positioniert. Das heißt, sie haben zwei Schussrichtungen, wo sie auf die Gegner wirken können. Ich weiß nicht, was der WZ da macht. Das hat einen Defender gekillt. Glückwunsch. Einmal HE und dann den Löwen resetten. Resettet werden. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, einmal auf die obere Wanne getroffen. Ja. Dass die auch keiner von der Seite mal attackiert oder so. Ich würde jetzt auch nicht immer die Position, immer wieder die gleiche Position. Der Löwe muss ja nur in eine Richtung aimen. Aber gut, scheint momentan gut zu gehen. Jawoll! RNG-Glück. Schön durchgeschossen dort. Und schön Schaden. Schön Schaden, Schaden, Schaden. Ich würde auf den Panther. Panther, Panther links, Panther, Panther links. Schaden. Wow. Jawoll. Dass dich das Gegnerteam da so wegschießen lässt. Also es ist wieder so dieses typische WoT. Dieses einer nach dem anderen fahren davor, einer nach dem anderen lässt sich da wegschießen. Oh mein Gott. Natürlich, jetzt für die Runde freut man sich über sowas natürlich. Dann sieht das Ganze so aus. 16 Schuss, 16 Treffer, 15 Durchschläge. Traumhaft. Und fast 6000 Schaden. Absolut schönes Ding. Das war mal wieder eine Runde hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin LP. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, ein Like. Oder wenn ihr irgendwelche Meinungen oder Anregungen habt, einfach mit mir über die Kommentare schreibt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.